Willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einer neuen Mod-Vorstellung für Transport Fever 2. Und zwar habe ich euch heute von BKO Baufahrzeuge mitgebracht. So, sie gibt es als Ersatz, genauso wie als Straßenfahrzeuge zum Transportieren. Lasst mich eine Ecke fertig machen, dann gucken wir uns erstmal die Ersatz an und dann gucken wir mal weiter. So. So, zu den Ersatz. Es gibt drei verschiedene vom BKO. Erstmal gibt es hier den Bagger. Man kann es aber in verschiedenen Farben, also in Orange, in Grün, in Gelb und in einem helleren Orange. So, ihr könnt hier einstellen, ob das Gelenk vom Bagger aktiv ist oder nicht. Licht extra. Und dann eben hier die Höhenstandards und so, ne? Also Höhe und das Einstellen. So, ihr könnt auch die Neigung einstellen, wenn ihr am Berg baggern wollt. Ja? Seht ihr hier? So, und ihr könnt natürlich auch die Neigung einstellen, wenn ihr jetzt am Berg baggern wollt. So, ich mache es mal wieder auf 0. So, dann haben wir das gleiche nochmal als Fahrzeuge. Auch in verschiedenen Farben. So, und da könnt ihr jetzt einstellen, ob er mit Person oder ohne Person. Ja, könnt ihr einstellen. Hier könnt ihr die Höhe einstellen, dass er, wenn er nicht auf den Boden kommt. Hier die Neigung vorwärts, rückwärts und die Seitenneigung. Könnt ihr dann hier auch einstellen. So, wie gesagt, ich habe jetzt nur drei Farben. Nein, ich muss noch mal hier drauf. So, weil der gelbe ist doch gar kein großer Unterschied. Nö. So, guck, da ist eine Person drin. Wenn ich jetzt hier drauf gehe und sage ohne Person, ist das Fahrzeug alleine, ohne Person. So. Dann gibt es noch da die Walze. Die gibt es dann auch hier mit Person und ohne Person. Geknickt und auch gerade. Ihr könnt es auch in die andere Richtung knicken. So, seht ihr. Oder eben gerade lassen, es ist egal, wie ihr das gerade braucht. Hier habt ihr noch eine etwas kleinere Walze in zwei Ausführungen. Oder in den Farben. Und die gleichen Farben gibt es als Walze auch nochmal. Mit und ohne Dach oder Person. So, ich will jetzt nicht jede Farbe dahinstellen. Aber wie gesagt, es gibt die Fahrzeuge mit und ohne Person, geknickt oder gerade. Und mit oder ohne Führerhaus, wie ihr das gerade haben wollt hier. So, seht ihr, da steht die Person oben drauf. So, jetzt gehe ich noch mal ein Stück nach der einen Seite. Mache ohne Person, dann haben wir die gleiche Raupe ohne Person. So, ihr könnt sie nachträglich noch konfigurieren, wie ihr das braucht. So, das wäre schon mal von BKO das erste Teil vom Mod.
So seht ihr hier mit Fahrer Licht an, Licht aus können da glaube ich auch machen. So hier Licht aus, dann ist es aus, an ist es Licht an. So, man kann alles nachträglich noch konfigurieren. So, verschiedene Bagger, verschiedene LKWs, verschiedene Walzen mit und ohne Führerhaus hier, geknickt oder gerade, wie ihr das haben wollt, kleine Walzen, auch in den vier Farben. Das wäre der erste Teil von diesem Mod. So, wie gesagt, wir können uns die gerne nochmal angucken, die Fahrzeuge. Sind wieder auch schön im Detail gemacht. Hier steht Schwarzbau dran. Da habe ich schon mal einen Mod gehabt mit LKWs. Da haben wir, ist auch der Name Schwarzbau dran. Hier bei denen sehe ich das nicht, ob da was dran steht. Scheinbar steht da nichts dran. So, jetzt gibt es das gleiche auch noch als Straßenfahrzeuge. Seht ihr, die transportieren vier Sachen. Kohle, Eisenerz, Steine und Getreide. Die Bagger dasselbe. Und die Walzen, die transportieren nur Steine oder Baumaterial und Steine. Aber die haben nur eine Kapazität von 2. Der LKW von 9 und der Bagger von 5. So, ich habe jetzt hier schon mal 2 Fabriken stehen. So, setzen wir jetzt noch einen Güterbahnhof sozusagen dran, eine Güterstation. So, hier auch. Dann machen wir eine Linie von hier nach hier. Kaufen uns mal Fahrzeuge und gucken, wie das dann im Betrieb aussieht. So, nehmen wir das einmal. Das gibt es nur einmal. Den hier nehmen wir einmal. Nehmen wir hier noch einen gelben davon und einen grünen. Seht ihr, hier steht auch Schwarzbau. Ja, das gibt verschiedene hier. Die Raupe können wir auch einmal nehmen. Da haben wir hier auch noch eine kleine. So, setzen wir jetzt alles mal auf die Linie. Jetzt ist nur die Frage, die gibt es hier in 2 Variationen, den und den. Wie gesagt, wir setzen alles mal auf die Linie und gucken, was passiert. So, da kommt der erste Bagger an. So. Ich weiß jetzt nicht, ob eine Animation dabei ist, wenn er laden tut, aber das sehen wir ja gleich. So, hier kommen die Laster. Die brauchen natürlich jetzt ein bisschen länger, weil ja die Raupen davor sind. Na, nicht drängeln hier. So, gehen wir mal nach da hinten gucken. Material liegt da schon. Schauen wir mal, ob eine Animation dabei ist. Vielleicht auch bei den LKWs. So, da kommen erst die Baggers oder Bagger. Ja, eine Animation ist dabei. Der hat geladen. 5. Gucken, was der macht. Der lädt auch, der lädt aber Kisten auf.
heute gesehen. Der hat Kisten aufgeladen. So, weiter, komm. Ich lasse es mal einen kleinen Takt schneller laufen. So, der lädt wieder so auf. Damit wir mal die LKWs auch kriegen. So, mal gucken, wie die Raupen aufladen. Aber die laden das ja gar nicht, ne? Nein, die habe ich mich jetzt vertan, die laden das doch gar nicht. Die laden nur Steine auf. So, dann könnten die ja schon mal aus dem Programm raus. Die sind nicht für dieses Erz. Die auch nicht. Die ganzen Raupen könnten dann erstmal raus. Nicht die Raupen, die Walzen. So, jetzt muss ich mal gucken. Ja, er ist auch animiert. Er lädt auch. Wie gesagt, der Mod ist von WKO. Link zu diesem Mod tue ich euch unter das Video setzen. Geht mal zu WKO hin. Lasst mal einen Daumen hoch da und einen netten Kommentar. Und schöne Grüße von Donny. So, hier ist ein Fahrzeug, da ist der Bagger direkt hinten mit dran. So. Ja, es ist animiert, er lädt. Sie laden alle. Wie gesagt, wenn euch der Mod gefallen hat, lasst mir auch einen Kommentar da, einen Daumen hoch und mega würde ich mich über ein Abo freuen, damit ihr auch dann keine Folgen mehr verpasst. Ihr wisst ja, das Abo kostet nichts, es ist ja nur, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn eine neue Folge rauskommt. So, jetzt lasst uns mal auf die andere Seite gehen. So, da kommen die ersten Fahrzeuge da hinten. Da müsste die Animation ja hier auch funktionieren, dass es entladen wird. Die LKWs sind halt nicht die schnellsten. Aber wenn er irgendwie so eine Baustelle macht im Schönbau, als wenn ihr hier eine neue Straße macht, dann ist das ja nur auch nicht verkehrt, wenn man solche LKWs auch dabei hat. So, der hier, der schrappt eigentlich über den Boden und lädt dann das Material, weil der belädt sich ja selber, der LKW. Und das ist dann der Unterschied zwischen dem beim Kaufen. Da gibt es welche, die selber laden. Da seht ihr hier unten an diesem weißen. Wenn die nämlich über die Erde fahren, beladen die sich selber. Oder hier zum Beispiel bei dem hier, da ist das Weiße nicht. Der schrappt praktisch nicht über die Erde und belädt sich selber. Der transportiert halt nur. Das ist der Unterschied zwischen den LKWs. Ich zeige es euch nochmal. Hier, wenn wir jetzt auf diese LKWs gehen, gibt es ja hier die normalen und die. Die einen sind halt, dass sie sich selber beladen. Und die anderen schrappen nicht über die Erde zum Beladen, die sind halt beladen und transportieren. So, in diesem Sinne, wie gesagt, erzählt habe ich euch alles. Wünsche ich euch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Falls ihr es nicht seid, werdet schnell wieder gesund. Und ich wünsche euch, wie gesagt, einen schönen Tag. In diesem Sinne, euer Donny. Bis demnächst.